Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur 59. Folge Ravenport. Ja, folgentechnisch schreiten wir eigentlich gut voran. Das ist schon mal gar nicht schlecht. So, warte einen Moment. Jetzt fahren wir aber hier wieder. Brauchen wir kein weiteres Vorgewende mehr. So. Ja, folgentechnisch schreiten wir gut voran. Erfolgstechnisch irgendwie nicht so unbedingt. Dann sehen wir jetzt mal zu, dass wir das Feld hier nochmal eben fix fertig machen. Wir müssen anschließend auch nochmal drüber düngen. Ich hoffe aber, dass wir das jetzt in dieser Folge mal schnell geklärt bekommen. Weil es auch schon wieder dunkel wird, dass wir dann auf jeden Fall auch schlafen gehen können rechtzeitig. Wobei ich vermute, wenn wir jetzt auch noch düngen, dann könnte das schon wieder kritisch werden. Dann wird es wahrscheinlich sogar kurz vor 12 Ingame-Zeit. Wie blöde Kameraansicht. So, ja, so bin ich das gewohnt. Wenn ich jetzt mal gerade fahren würde. Okay. Ja, es wird dunkel. Sehr schön. Ich hasse es im LS, wenn es dunkel wird. So, unseren Schäfchen geht es anscheinend gut, die zu unserer Linken stehen. Ich bin auch mal gespannt, wann der Tag kommt, wo ich gerade aus die Klippe runterstürze, weil ich irgendwas verpeile. Wird garantiert passieren. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Ich weiß nicht, wer von euch hat's in den letzten Tagen mitbekommen? Gab einige neue Mods. Es gibt mittlerweile Curseplay. Von Curseplay haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Ja, also für die, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt Curseplay mittlerweile wieder, was auch schon relativ gut läuft. Habe ich aber erstmal drauf verzichtet. Noch. Wenn es hier allerdings so weitergeht, dass es hier alles so Schlag auf Schlag geht, müssen wir mal gucken. Vielleicht nehmen wir es bald mit rein. Ich habe dann halt einfach nur die Befürchtung, wir machen nichts mehr selber und irgendwie ist das dann ja auch wieder, ne? Wir müssen mal gucken. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare hauen. Sollen wir Curseplay hier mit reinnehmen und uns damit die Arbeit ein bisschen erleichtern, dass wir schneller vorankommen? Oder wollt ihr lieber sehen, also würde mich ja generell mal interessieren, oder wollt ihr es lieber sehen, wie wir hier uns nach und nach ja, durchackern? Da könnt ihr mir echt gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Lieber ein bisschen schneller werden mit Hilfe von Curseplay oder so weitermachen, wie wir bis jetzt unterwegs sind. Wird natürlich alles ein bisschen langwieriger dann auf jeden Fall. Ja, und dann gibt's GPS, ist rausgekommen. Allerdings für mich im Moment noch überhaupt nicht interessant. Ich habe es auch noch nicht mal geladen, weil ich habe mir einfach nur Videos dazu angeguckt. Es ist äußerst kompliziert zu handhaben, funktioniert noch nicht richtig. Und da habe ich mir gesagt, nee, dann nicht, weil ich lade mir das jetzt nicht runter, um mir da so einen komplizierten Scheiß anzutun. Dann warte ich lieber, bis eine vernünftige Version da ist, bis sie ausgereift ist. Und dann hat sich das. Ansonsten wäre GPS ja schon mal eigentlich sehr cool gewesen. Ich hätte halt auch tatsächlich sogar gedacht, dass GPS vor Curseplay rauskommt und auch eher funktioniert als Curseplay, aber anscheinend ja. Was dann andersrum? Wie gesagt, Curseplay funktioniert auch verhältnismäßig gut soweit. Kann noch nicht alles hundertprozentig, aber im größten Teil geht das eigentlich schon bei Curseplay. Und ja, GPS, da muss man dann auch irgendwie erstmal Kurse anfahren, irgendwie auf dem Feldanfang hinstellen, eine Aufzeichnung starten, ähnlich wie bei Curseplay, da muss man da so ein bisschen auf dem Feld fahren und dann erkennt er das und weiß nicht, das ist irgendwie alles nicht so geil. Da warten wir lieber noch mit. Ja, ich habe auch aber neue Mods drin. Es gibt Universalfässer mittlerweile für Flüssigdünger, Milch, Wasser, für allmöglichen Krimskrams.
Nicht von Kotte. Wird bestimmt auch noch wieder rauskommen. Wobei ich das Kotte-Paket eh nie so schön fand. Das, was ich jetzt habe, ist eigentlich. Da gibt es. Das Schöne ist, Tandem, ja doch, nee, Tandem, Auflieger, Drehschimmel gibt es da, glaube ich. Verschiedenste Größen und es gibt auch Container, die man mit Hilfe von so einem Haken, den man sich an den Frontlader macht, auch durch die Gegend fahren kann. Es gibt sogar ein IBC mit 1000 Liter Fassungsvermögen. Also sollte es, man könnte jetzt eventuell sogar beigehen, was halt lustig wäre, da müsste man nicht mehr kaufen. Würde man jetzt diese Befüllungsstation nehmen, die haben wir hier, nee, die habe ich glaube ich rausgenommen, bevor ich gestartet habe. Die hatten wir hier mit drin. Quasi diese die Einkaufsstellen, wo wir Saatgut und all so ein Kram kaufen können. Da könnte man ja sich diese IBCs kaufen, 1000 Liter, und die dort auffüllen. Dann müsste man nicht mehr die im Laden kaufen. Ob es wirklich günstiger wäre und ob das Sinn macht, ist halt eine andere Sache. Aber es wäre theoretisch möglich. Und dann gibt es halt diese Container, die man transportieren kann und also auch dann abstellen. Einzige, was ich schade finde, ich hätte es richtig geil gefunden, wenn sie die Vorrichtung hätten für das IT-Runner-Pack, dass man die damit auch noch aufnehmen kann. Oder dass man zumindest irgendeinen Anhänger hat, wo man die auch drauf abstellen könnte. Weil so kann man sie tatsächlich nur an dem Haken, also direkt am Frontlader, durch die Gegend fahren. Wenn die gefüllt sind, vielleicht nicht unbedingt die geilste Variante. Weil da muss man sich bestimmt ordentlich Heckgewicht dran basteln, damit man nicht umkippt. Also zumindest wenn man so wie wir mit den realistischen Füllgewichten spielen. Aber ich denke mal, das machen auch einfach sehr viele, gehe ich mal von aus, weil so wie es Standard ist, macht es irgendwie auch nicht unbedingt Spaß. Motorbremse haben wir ja auch mit der, oder Motorbremseffekt haben wir ja auch mittlerweile drin. Funktioniert, macht einen guten Eindruck, hätte ich mir ein bisschen mehr drunter vorgestellt, aber ist okay. Und ansonsten ist es auch relativ mau geworden um die Mods im Moment. Ja, jetzt sind auch die ersten 2,5 Monate circa rum. Ja, knapp 2,5 Monate, wo das Spiel draußen ist. Jetzt kommt nicht mehr, gerade nicht mehr ganz so viel hinterher geschossen. Vieles, halt, ja, vieles, was mich auch einfach nicht interessiert. Das sehe ich halt einfach auch dann als nicht anwesend an. Wir sind ja teilweise hier auch aus dem Mod-Hub die verschiedenen Lackierungen für irgendwelche LKWs, die interessieren mich gar nicht. Ich bin eigentlich, wo ich noch, ja, ich warte auf Sachen von FDR-Logging zum Beispiel. Den Fuchs oder sowas für Forst, damit wir irgendwo vielleicht auch nochmal ein Forstprojekt starten könnten dann. Da gibt es im Moment noch gar nicht wirklich viel. Oder eigentlich, ich glaube, das Einzige ist halt, ich glaube, eine Mod bis jetzt von FDR gesehen, das ist aber auch ein Harvester, den ich noch auch im 17er nicht wirklich gefeiert habe. Also da brauche ich den noch nicht. Dann. Ja, vielleicht tatsächlich nochmal einen größeren Striegel, fände ich cool. Seemaschinen haben wir eigentlich schon recht viel. Grubber, Flüge, also eigentlich, Spiel selbst hat ja schon viel mitgebracht, womit man zufrieden ist. Ja, ein bisschen mehr von Klaas würde ich mir noch wünschen. Ein paar mehr Traktoren und ein paar andere, wohl Drescher. Ja, wir haben die komplette Lexion-Reihe eigentlich, die erstmal reicht, es sei denn, man möchte mal wieder ein Projekt starten, wo man mit etwas älteren oder kleineren älteren Maschinen los will. Dann halt sowas wie den Mega oder Dominator noch. Ist jetzt aber auch kein Muss, was ich jetzt unbedingt brauche. Ja, ein bisschen mehr Anhänger und Kipper wird fehlen noch. Vielleicht ein paar verschiedene Ballenwagen oder so wäre noch cool. Und was halt ganz, ganz schmerzlich vermisse, ist ein Rundballenlager. Für alle, die es ja noch nicht gesehen haben auf der nordfriesischen Marsch. Ja, ich habe ja die eine Scheune, da kann man halt lose Strohheu und Gras reinfüllen, auch wieder rausholen. Und auf der anderen Seite hat das Gebäude ein Ballenlager. Leider kann man, ja, man kann die Ballen reinpacken,
Das ist schön und gut, aber man bekommt sie halt auch leider nur in loser Form wieder raus. Da wurde halt auch schon ganz viel unter dem Mod geschrieben, ob man das vielleicht ändern kann, dass man, wenn man Ballen reintut, auch wieder Ballen rausbekommt. Gab da keine Antwort zu. Und auch keine neue Version. Ich denke mal, kümmert ihn entweder nicht oder er ist halt wirklich dabei. Wäre halt mega cool, weil das Gebäude selber ist echt cool geworden. Und wenn man jetzt auch noch die Ballen da wieder rausbekommt, dann wäre das auch ein ziemlich cooles Ballenlager. Geil wäre natürlich auch das von der, wie hieße? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Karte hieß, aber das hatten wir im 17er auf der Sibbasusum und so, wo man die Ballen dann auch gesehen hat. Diese relativ kleinen Ballenlager, die waren halt auch mega cool. Wenn es die auch noch wieder gäbe, wäre auch noch geil. Und dann bin ich auch schon wieder erstmal zufrieden. Also das sind jetzt noch so, ja, und wie gesagt, eine funktionierende Keyboard-Steer-Mod wegen dem automatischen Zurückgucken. Die ich habe, die funktioniert anscheinend immer noch nicht, oder ich bin zu blöd, um sie zu bedienen. Aber da werde ich auch nochmal die Tage nachschauen, ob es mittlerweile vielleicht da irgendwas Neues gibt. Oder eine Anleitung vielleicht mal dazu, dass man mal weiß, was man da überhaupt machen muss, um das ein- und auszuschalten. Das wäre auch ganz schick. So. Okay, eingesät haben wir es jetzt. Kurz vor 9, perfekt. Dann düngen wir noch schnell drüber, bevor wir pennen gehen und die Folge beenden. Ein paar Minütchen haben wir auch noch, also sollten wir das gerade so schaffen. Ja. Ja, gibt auch. Ach ja, MB-Truck gab es ja auch die ersten Versionen mittlerweile. Haben wir hier auch drin. Denke, kann man sich hier auch wahrscheinlich mal, also passt hier wahrscheinlich gut zum Hof, können wir uns dann irgendwann mal leisten, wenn wir mal Geld haben sollten. Ach, schon wieder. Drücke immer die falschen Tasten. Ja, und was es auch gibt, wo ich kein Fan von bin, werde ich auch nicht nutzen, ist auch nicht aktiviert mit dem ja, schwer heben. Da habe ich den Anton schon ein bisschen auf der Hopfach mit geärgert. Weil was ich halt richtig unpraktisch finde an der Mod ist, wenn man jetzt halt wirklich ein Multiplayer-Projekt hat mit verschiedenen Höfen, ermöglicht einen diese Mod, ja, dass man Schabernack mit fremden Geräten treiben kann. Weil man kann halt selbst Traktoren damit anheben. Und ja, so konnte ich zum Beispiel, als Anton mit seinem Anhänger dabei war, sich Kalk zu holen, konnte ich einfach seinen Traktor anheben und ihn wegschmeißen zum Beispiel. Ich konnte ihn festhalten, dass er nicht mehr wegfährt und all so eine Sachen. Also sprich, alles, sagen wir mal, wenn seine Sachen auch alle jetzt in irgendeiner Hütte stehen, die mit einem Rolltor versehen sind oder so. Und er hat jetzt mal ein Rolltor offen, könnte ich hingehen, den Trecker da rausholen und den woanders hinbringen auf der Karte. Das ist halt ein bisschen sehr unpraktisch, weshalb ich die Mod schon mal eigentlich gar nicht mag. Weil ich war eigentlich immer ein Fan davon, von dem Schwerheben, gerade mit Ballen arbeiten und so, ne? Ihr kennt es eventuell noch aus dem LS17. Aber halt von der Mod, so wie sie jetzt ist, bin ich absolut gar kein Fan, dass man da wirklich fremde Geräte durch die Gegend tragen kann oder dass man sie überhaupt angrabbeln kann. Sehr schlechte Umsetzung. Bin ich absolut kein Fan von. Für einen Singleplayer gar kein Problem, aber im Multiplayer ist das sehr, sehr, sehr schlecht. Ist meine Meinung. Ich könnte es jetzt auch nicht selbst besser machen, weil ich habe keine Ahnung von Modden. Aber da hätte er vielleicht dran denken können. Oder es war auch vielleicht tatsächlich beabsichtigt, ich weiß es nicht, aber dann, ja, teile ich diese Meinung nicht, wenn er das toll finden sollte. Oder wenn wer auch immer das toll findet. Ich finde es halt nicht so geil. So. Machen wir das hier noch fix fertig, auch wenn wir da jetzt noch 2, 3 Minuten länger für brauchen. Ja. Und ich erwähne nochmal, wie gesagt, haut mal bitte in die Kommentare. Für alle diejenigen, die die Videos hier schauen. Ob wir wirklich so weitermachen wie bis jetzt oder ob ich Curseplay mit reinnehmen soll, um unser Projekt ein bisschen zu beschleunigen, dass wir hier ein bisschen schneller vorankommen. Da haut mir mal bitte gerne eure Meinung rein. Ich würde es
jetzt noch nicht reinnehmen, später mit Sicherheit, halt nur jetzt noch nicht. Aber wenn jetzt ihr halt sagt, doch, mach mal, um halt ein bisschen schneller voranzukommen und das Projekt auch an und für sich und die Videos ein bisschen interessanter zu gestalten, dann bin ich auch gerne bereit, das mit reinzunehmen. Liegt an euch, was ihr sagt. Oh. Düngen geht ja zum Glück immer mega schnell. Hier bleiben schon überall kleine Kanten. Ich hasse es. Gerade wenn man im Dunkeln düngt und man am Wenden ist, man sieht einfach nicht, also erst sehr spät immer, wo muss man hin und so. Deswegen arbeite ich nicht gerne im Dunkeln. Aber wir haben es auch gleich hinter uns. Und auch hier wieder absoluter Bullshit, was ich hier gerade fahre. Mann, 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 Mann. So. Aber ich krieg's auch einfach nicht hin, mal, dass die auf der Karte mal wieder vernünftig gleichmäßig sind. Es sind überall irgendwelche kleinen Pünktchen, hast du nicht gesehen. Ich glaube, das wird erst wieder schick, wenn man wirklich Millimeter für Millimeter durchgeackert hat. Aber die Zeit nehme ich mir nicht. Vielleicht wird das, wenn wir Curseplay benutzen, mal irgendwann wieder schön auf der Karte. Weil im Moment, gut, jetzt sind wir ja gleich am Ende. Im Moment sieht es halt auf der Karte echt mega ätzend aus. Wollte es euch gerade zeigen, aber da die Karte jetzt nicht offen war, ich hätte nochmal wieder rüber switchen müssen. Dann wäre ich irgendeinen Berg runtergefahren, was ich nicht will. So, Schäfchen geht's auf jeden Fall gut. Ein bisschen Dreck haben sie gemacht, ist aber glaube ich gar nicht so dramatisch. Oh! Okay, Taschenlampe bringt auch nichts. Also hier runterfallen ist überhaupt keine Option, ne? Das gucken wir uns bei Tag nochmal an. Glaube, wir sollten mal irgendwann das Geld in die Hand nehmen und uns da einen Zaun hinbauen, dass wir da nicht runterpurzeln können. Denn ich behaupte, man kommt da auch nicht wieder hoch. Das dürfte es dann endgültig gewesen sein. Dann heißt es alles zurücksetzen. Und dann war's das. Ja, gut. Ich fahre jetzt den Trecker noch zurück. Wir machen hier Feierabend für heute. Vergesst nicht, eure Meinung wegen Curseplay in die Kommentare zu hauen. Lasst mir doch auch gerne ein Däumchen da, wenn euch mein Projekt gefällt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.